Jo, moin Leute. Heute ein cooles Thema. Und zwar, ich habe Manuel zu Gast, der auch einen coolen YouTube-Kanal hat, Familie elektrisiert. Und zwar geht es heute darum, ich überlege halt, uns als Familie ein E-Auto zu kaufen. Momentan bin ich ja noch relativ weit weg von, weil teuer. Also gerade die Anschaffungskosten, die schrecken mich halt schon sehr, sehr stark ab. Und Manuel, wie gesagt, hat das Thema schon was länger auf dem Schirm und er hat vielleicht auch eine interessante Familiensituation Ja. und hat sich da jetzt schon sehr auf Elektroautos eingespielt, sodass ich mir einfach mal eingeladen habe und mal, wir wollen mal drüber quatschen, halt irgendwie, ob er mich überzeugen kann oder vielleicht auch nicht, ob das Sinn macht für uns oder nicht. Ich bin da tatsächlich im Moment eher so negativ eingestellt und bin mal gespannt, was er sagt. Okay. Meint man ja nicht, ne, bei dir. Also hallo Nee. erstmal auch von meiner Seite. Genau. Ja, meint man ja nicht bei dir, dass du jetzt gegenüber Elektromobilität eher negativ eingestellt bist. Also liegt das jetzt an den Kosten erstmal, die du da siehst, so vor dir, im Ja, Werk? genau. Also es ist jetzt nicht grundsätzlich, also wie gesagt, ich halte das schon für eine sehr effiziente Geschichte und so weiter. Aber bei uns ist es halt einfach, also wir haben halt ein Haus gekauft jetzt und ich muss halt eh schon einen großen Kredit abstottern und da jetzt nochmal irgendwie ein Auto für 30.000 Euro aufwärts mir da ans Bein zu Dann bist du gar binden. kein YouTube-Millionär. Nee. Ach so, dachte ich. Na Nee, gut. leider. Dann schieben wir mal die Autos jenseits dem sechsstelligen Bereich schon mal auf Seite, ja? Ja, das können wir gerne machen. Also. Ja. Ja, okay, also kurz nochmal zu meiner Situation oder unserer Situation. Ich habe auf meinem Kanal Familie elektrisiert das Thema auch so ein bisschen angefangen. Es war tatsächlich so auch der Startschuss. Wir haben vor 2 Jahren, also 2021, im Februar haben wir uns überlegt, okay, wir haben jetzt die PV-Anlage auf dem Dach und wollen eigentlich gerne elektrisch fahren. Also ich bin eh so ein Typ, der gerne irgendwas Neues ausprobiert und ungern lange in alten Strukturen hängt. Und deswegen haben wir uns dann einen Skoda Enyaq bestellt im Geschäftsleasing 2021. Wir haben zu dem Zeitpunkt 2 Kinder gehabt und dachten, na gut, vielleicht kommt noch mal ein drittes, aber dann ist der 5-Sitzer immer noch cool und der ist auch groß genug und das passt alles. Womit wir dann tatsächlich nicht gerechnet hatten, ist, dass wir dann nicht nur ein, sondern direkt 2 Kinder gemacht, bekommen, was auch immer haben. Und wir dann halt 6 Personen waren. Jetzt hatten wir vorhin VW-Bus und jetzt könnte jeder sagen, ja, alles klar, bestell die Elektromöhre wieder ab. Hast du doch einen 7-Sitzer, passt doch alles. Aber wie gesagt, ich wollte halt irgendwie grundsätzlich auch weg und was Neues haben. Und deswegen haben wir den Skoda damals nicht abbestellt, sondern haben uns dann entschieden, ein zweites Auto zu holen noch, ein Elektroauto. Und haben den MG4 dann gekauft. Ja, und seitdem sind wir quasi jetzt im Sommer 2023 kam dann auch endlich der Skoda Enyaq. Dann haben wir den VW-Bus verkauft und jetzt sind wir quasi mit 2 Autos voll elektrisch unterwegs. Und glücklich damit, Ja. tatsächlich. Ja, und beide. Also ich kann da auch für meine Frau sprechen. Glaubt mir ja meistens keiner, aber auch im letzten Video über unsere Frankreich-Urlaubsfahrt mit 2 E-Autos war es tatsächlich so, dass sie auch in die Kamera gesagt hat, dass das eine schöne Fahrt war für sie. Diese German-Reichweiten-Angst, ne? So, dass du sagst, so Mann, was mache ich denn, wenn mein Auto jetzt nicht 800 Kilometer am Stück fahren kann, wenn ich morgen einkaufen gehen muss? Aber in der Regel fahren wir jetzt am Tag vielleicht mal 20, 30 Kilometer und das reicht halt dreimal, also das reicht halt, da reicht die Reichweite locker. So. Ja, ich würde, also vielleicht fangen wir erstmal an mit diesem Finanzierungskram. Das macht mir nämlich so echt die größten Bauchschmerzen. Also ich weiß nicht, ich habe jetzt, wie gesagt, gar nicht so auf dem Schirm, aber also wir bräuchten ja schon dann irgendwie, also wenn jetzt ein ganz kleines E-Auto würde uns auch nicht wirklich weiterhelfen. Also müsste dann schon irgendwas sein, womit man halt vielleicht auch mal in Urlaub fahren kann oder so. Also zumindest irgendwie was, wo man mal ein paar Koffer reinkriegt oder Aber ihr sowas. seid 4 Personen, ne? Ja, genau, sind 4 Personen. Ich hoffe, wir bleiben es auch. Im Moment reicht uns das. War ich vor 2 Jahren auch. Naja, ja, genau, und da ist halt so, also direkt die Frage, also ich hatte mal so ein bisschen geguckt und ich hatte jetzt eigentlich den Eindruck, also so 30.000 ist schon echt günstig, oder? Also für ein E-Auto wurde Wenn du jetzt. jetzt die Förderung, die ja viele Facetten hat, sage ich mal, nicht berücksichtigst, ist 30.000 schon das untere Level, ja. Ja. Genau. Also, wenn überhaupt das gerade noch reicht, das ist ja wieder immer ein bisschen wieder gestiegen, es ist ja sehr dynamisch. So, 30 ist schon der untere Bereich, genau. Darunter wird es, glaube ich, schwierig. Ja, und also so Gebrauchtauto, also zum Beispiel, ich könnte mir jetzt, was weiß ich, wenn unser jetziges Auto kaputt geht, also zumindest so, bis man irgendwie sagt, man hat irgendwie mit dem Hauskredit mal so ein bisschen Luft bekommen. Halt vorstellen, erstmal einfach ein günstiges Gebrauchtes zu holen, bis ich dann irgendwann sage, okay, jetzt geht's wieder und dann kann man ein bisschen mehr investieren. Aber Gebrauchtmarkt gibt es da, glaube ich, auch nicht so richtig
viel, oder? Und war ich jetzt tatsächlich auch ein bisschen verunsichert, was denn da mit den Akkus ist und so. Also die Degradation ist ja da vielleicht auch nicht zu vernachlässigen und so weiter. Und aber gebraucht ist, gibt es mittlerweile, aber dafür ist der Markt, finde ich, einfach auch teilweise noch zu jung. Mhm. So, ne? Aber da habe ich mich ehrlich gesagt jetzt auch nicht so sehr mit beschäftigt, auch nicht, wie die Preise dann diesbezüglich sind. Da ist natürlich bei der Förderung, die es bis jetzt auch noch gab, und ich meine, es gab ja zeitlang auch 6.000 Euro Förderung und bei 30.000 Euro Anschaffungskosten sind das ja immerhin 20%. Mhm. Und das hat natürlich dann, sage ich mal, nicht dazu geführt, dass die meisten sich für einen Gebrauchtwagen entschieden haben, ne? Sondern eher dann noch zum Neuwagen tendiert sind, weil sie gesagt haben, ja komm, da kriege ich ja noch einen ordentlichen Batzen an staatlichen Zuschuss dazu, ne? Ja, ich sag mal so, also ich finde 30.000 Euro unteres Limit halt, also ich finde 30.000 Euro ist sehr viel für ein Auto. Ich würde im Leben eigentlich niemals so viel für ein Auto ausgeben wollen. Ja. Weil mir Autofahren auch einfach keinen Spaß macht. Also das wirklich, ändert sich ja dann vielleicht. Ja, okay, das mag sein. Ja, kann sein, weiß ich nicht. Ich befürchte, nein. Aber, also klar, man braucht es halt, es hilft nichts. Ja, aber schon mal interessant, mit der Förderung, wie sieht es da aus? Also hast du da irgendwie Infos gerade? Ich weiß nicht. Ja, also die gab es ja, bis letztes Jahr war die ja einfach mal, da gibt es halt immer die Schwellen, bis zu welchen Preis, also Autos über, da erwischst du mich jetzt ein bisschen auf dem falschen Fuß, aber ich glaube Autos über 60.000 Euro, von denen wir jetzt ja auch nicht reden, die wurden und werden auch gar nicht gefördert. Und darunter gab es halt so eine Abstufung, ne? Also wenn wir jetzt von einem Auto von 30.000 Euro sprechen, gab es letztes Jahr noch 6.000 Euro Förderung, also die BAFA-Förderung, die allseits beliebte BAFA. Ja. Und das hat sich dieses Jahr auf 4.500 reduziert. Und seit September gibt es tatsächlich auch gar keine Förderung mehr für Geschäftswagen, sondern nur noch für Private. Da ist es immer noch diese 4.500 Euro. Und das reduziert sich dann im nächsten Jahr auf 3.000 Euro. Aber der ein oder andere Hersteller sagt halt auch, ja, wenn du jetzt verbindlich bestellst, dann kriegst du auf jeden Fall, dann geben wir den Rest zur Förderung dazu, selbst wenn das dann mit der Zulassung, die da Voraussetzung ist, nicht mehr klappt. Ja. Also nicht der Bestellzeitpunkt ist relevant, sondern immer dann, wenn du das Auto halt dann wirklich zugelassen hast. Ja, okay, ist interessant. Ja, was du mich halt auch noch fragst, natürlich klar, wie viel spart man dann auch durch, sag ich mal, die niedrigeren Betriebskosten, insbesondere, weil ich auch eine große PV habe, dann macht das ja schon irgendwie Sinn. Wobei ich jetzt da natürlich das Problem habe, wir haben einfach keine große Laufleistung. Ne? Also ich glaube nicht, dass wir auf 10.000 Kilometer im Jahr kommen. Also fahren auch schon mal in Urlaub damit. Also wenn momentan mit den zwei kleinen Kids halt hauptsächlich mit dem Auto in Urlaub, also fliegen ist uns jetzt noch zu stressig mit den Jungs, fahren wir meistens, aber das trotzdem haben wir echt eine sehr, sehr niedrige Laufleistung. Dass ich da jetzt auch vermuten würde, dass selbst bei den Betriebskosten die Ersparnis nicht so extrem wäre, dass jetzt irgendwie die Differenz vom Kaufpreis da irgendwie... Oder wie ist das so? Ja, wie sind da deine Erfahrungen? Es gibt ja mehrere Faktoren, die jetzt das Elektroauto positiver, vielleicht auch manchmal negativer dastehen lassen. Da gibt es ja auch zum einen noch die THG-Quote. Ja. Die ist natürlich variabel von Jahr zu Jahr. Das ist diese Treibhausgasminderungsquote. Und da hast du letztes Jahr zum Beispiel 400 Euro im Jahr bekommen. Also ich habe letztes Jahr für den MG4 dann 400 Euro bekommen. Und dieses Jahr... habe ich noch nicht bekommen, ehrlich gesagt, weil ich es jetzt erst beantragt habe. Da weiß ich noch nicht, wie viel bei rauskommt. Es kann sogar sein, dass nur die Hälfte ist. Das hat ja mit dem Strommix zu tun. Und wenn der dieses Jahr besonders schmutzig ist, dann gibt es da halt auch nicht so viel Kohle. Das ist dann quasi ein eigenes Video. Das hast du natürlich beim Verbrenner nicht. Dann hast du beim E-Auto auch die Steuerersparnis, die einfach mal bis 2030 nicht anfällt. Das ist ja dann auch nochmal, je nachdem, was du für ein Auto vorher hattest oder sonst kaufen würdest, sind es ja auch nochmal ein paar hundert Euro. Also in meinem Fall, ich hatte vorher den T5, waren es irgendwie im Jahr 350 Euro, die ich halt dann jetzt auch nicht bezahlen muss. So, und das sind halt dann schon mal aufs Jahr gesehen schon mal 700, 800 Euro oder vielleicht auch nur 600 Vorteil, den man schon mal hat. Ne? Den muss man mit einbeziehen. Vielleicht für Leute, die als Geschäftswagen das anmelden wollen, ist ja auch die, diese 1%-Regel, die es immer gab. Als Geschäftswagen hast du ja, wenn du einen Verbrenner fährst, 1% des Bruttoanschaffungswertes zu versteuern gehabt. Und das ist halt bei einem reinen Elektroauto nur noch 0,25%. Okay. Und das kann halt, je nachdem, wie die Bruttolistenpreise sind, kann das halt auch nochmal ein paar hundert Euro ausmachen, die man halt weniger zu versteuern hat. Das ist ja auch noch so ein Anreiz, der geschaffen wurde. Aber das gilt natürlich nur für Leute, die das irgendwie geschäftlich nutzen. Es kommt drauf an, wo du lädst. Also wenn du jetzt ganz worst case nur auf der Autobahn am Schnellcharger ohne irgendwelche Abos und so weiter lädst, dann ist es von den Betriebskosten, was die Energie oder Sprit oder Strom angeht, nicht günstiger unbedingt als ein Verbrenner.
Ja, wenn du natürlich zu Hause Überschuss laden kannst, dann sieht die Sache dann auf jeden Fall ganz anders aus. Also in meinem Fall zum Beispiel, ich habe eine Einspeisevergütung von 7 Cent. Und wenn man das mal so ein bisschen gegeneinander rechnet, jetzt mit einem vergleichsweisen Diesel, der so ähnlich groß ist, der, sagen wir mal, der verbraucht 5, 6 Liter Diesel. Bei einem Dieselpreis, ich bin hier hingefahren, der war bei 1,75 oder so. Dann bist du bei 100 Kilometer Dieselkosten bei 8,50 Euro, 9 Euro und beim Überschuss Strom halt beim Euro. So, und das ist natürlich, klar, wird das mehr, wenn du mehr fährst, aber das finde ich für mich so ein unschlagbares Argument, dass ich halt auf den 100 Kilometern nur noch einen Euro bezahle und dann fährst du auch mehr, würde ich behaupten. Also ich fahre viel öfter jetzt mal Freunde besuchen, die irgendwie vielleicht ein bisschen weiter weg wohnen als jetzt innerstädtisch oder einen Familienausflug, das hat man schon immer ein bisschen mit einkalkuliert, aber jetzt ist das alles egal. So, ne? Okay, das ist schon cool. Also ich glaube, dass sich deine Kilometerleistung dann eventuell auch erhöhen könnte, weil du halt sagst, okay, es hat einfach jetzt keine Relevanz mehr. Das kostet einfach nichts mehr, sag ich jetzt mal, irgendwo hinzufahren oder so. Ne? Ja, ich fand es auch interessant. Also ich habe ja auch dann mit Tipper diesen dynamischen Stromtarif, ne, oder Avatar, da gibt es ja 1000 Anbieter, aber das finde ich da eigentlich auch spannend, weil ich hatte jetzt, weiß nicht, vorletzten Video, glaube ich, oder... keine Ahnung, egal, irgendwie, ich weiß jetzt nicht, wann dieses Video rauskommt, deswegen eins meiner letzten Videos, hat es halt auch ausgerechnet und da hatte ich jetzt tatsächlich, also dadurch, dass ich so dynamisch meine Lasten steuere und so weiter, mich tatsächlich auf einen Strompreis von 19 Cent gekommen, ne? Also 2023 und da war in demselben Zeitraum der mittlere Strompreis halt bei, also wirklich 40 Cent, das heißt, ich habe da ungefähr echt fast nur die Hälfte für den Strompreis, also das fand ich schon ziemlich cool. Und im Moment, klar, ist sowieso null, weil die PV mehr als genug abdeckt, speist auch wahnsinnig viel ein. Und das ist natürlich irgendwas, wo ich denke, gut, das könnte auch in ein E-Auto rein. Ja, aber dann spart man ja schon nicht so schlecht. Ne? Also das heißt, dann hast du irgendwie 700 Euro, sagen wir mal, Pi mal Daumen, diese THG-Quote und den ganzen Kram. Also das heißt, wenn wir jetzt mal, was weiß ich, hatten wir ja gerade mal ausgerechnet, einen Diesel mit 1,75 wenn man jetzt mal als Kosten nimmt, ungefähr, das heißt, wenn es 2 Euro sind, ist jetzt auch nicht, macht jetzt auch nicht die große Differenz, kommen wir eigentlich nur so auf 1.000 Euro Spritkosten im Jahr. Ne? Also selbst wenn sich das jetzt verdoppeln würde oder so, wäre das nicht so ein Drama. Das ginge noch. Und wir haben im E-Auto da Anschaffungskosten. Also ich würde jetzt schon sagen, da bist du ja wahrscheinlich schon gut bei 10.000, 20.000 Euro mehr. Ne? Also die wirklich, ja, genau, so genau verglichen habe ich es dann tatsächlich nicht. Aber gerade als Privater kannst du ja jetzt immer noch die 400.000 Euro Förderung jetzt vielleicht noch mit Sicherheit noch abgreifen. Ja, das muss man halt alles mal so gegenrechnen tatsächlich, also auch mit der Laufleistung, welches Verbrennerauto verbraucht wie viel Diesel und so. Ja. Der Dieselpreis ist natürlich so ein bisschen, da weiß man nie, was passiert. Ne? Auf einmal steigt der auf 2,50 oder so. Beim Strom hingegen, gerade wenn du zu Hause lebst, bist du ja eigentlich erstmal einigermaßen safe, auch wenn der jetzt natürlich auch gestiegen ist letztens. Aber wenn du deine Preisgrenze hast oder deine Preissperre hast, dann bist du ja da relativ sicher. Also das ist zumindest nicht so dynamisch wie der Dieselpreis, der dann Ostern auch mal, oder Benzinpreis, der dann Ostern auch schon mal massiv in die Höhe geht, weil halt alle wegfahren wollen. Ne? Ja. So. Also es ist ein bisschen besser planbar, glaube ich schon. Aber es gibt ja auch andere Vorteile jetzt, außer jetzt nur die reinen Kosten, so, die man betrachten sollte vielleicht. Ne? Ja, klar, nee, das sowieso. Also wie gesagt, das wäre jetzt bei mir auch nicht nur der Fall. Trotzdem ist das natürlich ein ganz wichtiger Punkt irgendwie für einen. Und da, ja, wie gesagt, also für mich war immer die allergrößte Frage halt, kriege ich halt die höheren Anschaffungskosten durch halt irgendwie niedrigere Betriebskosten, also durch die Spritersparnis und die PV-Anlage, die ich habe, dann wirklich wieder raus. Und das glaube ich halt nicht. Also selbst die Differenz nicht. Mhm. Weil... also wie gesagt, wenn man eine niedrige Laufleistung hat und du hast jetzt irgendwie 1.000, 2.000 Euro Spritkosten im Jahr, also die wirst du ja nicht zu 100% einsparen, ne? Vielleicht die Hälfte oder so, ich weiß gar nicht genau. Was schätzt du? Also wie ist ungefähr... Ja, es ist für mich ein bisschen schwierig, aber ich habe das in meinem letzten Video, in dem Frankreich-Video quasi verglichen. Und dadurch, dass ich einen ganz guten Tarif hatte auf der Autobahn, war es auf jeden Fall, sag ich mal, die Hälfte, was wir an Strom verbraucht haben, obwohl wir mit 2 Autos halt auch gefahren sind. Wenn ich jetzt einen normalen Preis von 80 Cent, den du schon mal für die Kilowattstunde auf der Autobahn auch bezahlen kannst, ja, dann ist der Stromer von den Fahrkosten nicht mehr unbedingt günstiger.
Ja, gut, okay. Das sind ja jetzt die meisten Fahrten sind so Pendelfahrten und sowas, ja. Ne? Also so, wo man jetzt schon zu Hause laden könnte. Also das würde ja schon gehen. Und da muss ich schon sagen, dass, obwohl wir jetzt zwei Autos haben, ich habe früher so circa einmal im Monat den Dieselbus vollgetankt. So, das waren immer so zwischen, je nach Preis, 100, 120 Euro. Mhm. Und jetzt liege ich mit beiden Autos so im Sommer bei, ich tanke jetzt nicht immer nur Überschuss oder lade nicht immer nur Überschuss, aber eher bei so 40 Euro oder so für beide Autos. Und da fahren wir mehr Kilometer jetzt, einfach weil wir zwei Autos haben und weil es mehr Spaß macht, einfach als mit dem dicken Bus vorher rumzufahren, ne? Ja, okay. Ich habe aber ganz am Anfang auch natürlich auch diese Überlegung gehabt und wollte das natürlich auch mir gegenüber rechtfertigen, jetzt auch preislich, dass ich ein E-Auto haben will. Und da habe ich eine ganz coole Excel-Tabelle gefunden im Internet. Die habe ich dann auch selber noch ein bisschen für meine Verhältnisse optimiert. Die können wir auch gerne den Zuschauern zur Verfügung stellen, wo man quasi einträgt, was kostet mich jetzt hier bei dem Auto die Steuer, die Versicherung und so weiter, um dann wirklich mal alle Faktoren mit einzubeziehen. Zum Beispiel ist ja auch eine Frage, wenn ich jetzt ein neues Auto habe, brauche ich dann noch ADAC? Ne, bei einem alten Auto sind, ich glaube, das kostet uns jetzt in der Familienversicherung oder Familientarif 120 Euro. Aber brauche ich das dann noch, wenn ich eh eine Mobilitätsgarantie habe und sowas? Das sind ja alles so Punkte, die man vielleicht mit einbeziehen kann. Und da kann man so anhand der eigenen Laufleistung und des Dieselpreises kann man alles eingeben und Strompreises dann rausfinden, inwieweit sich das dann tatsächlich lohnt oder wie viel günstiger es ist. Also den Link können wir ja vielleicht unten in die Videobeschreibung packen. Ja, finde ich auch interessant. Ja. Dann, also ich gebe jetzt keine Garantie darauf, dass das jetzt die mega geile Excel-Tabelle ist, aber mir hat es auf jeden Fall ein bisschen geholfen, die Richtung so ein bisschen zu bestimmen. Ne? Kann auch jeder noch optimieren natürlich selber. Ja gut, aber zumindest mal einen Überblick, welche Kosten man überhaupt so berücksichtigen sollte und so. Aber gut, ich meine jetzt so, wir hatten ja jetzt irgendwie quasi so ausgemacht, ja, was weiß ich, sagen wir mal, wenn man jetzt die Hälfte an Kosten hätte, an Betriebskosten, dann je nachdem, wie viel wir dann fahren, könnte ich vielleicht überschlägig wahrscheinlich, keine Ahnung, 500 bis 1000 Euro irgendwie sparen, plus dann die, sagen wir mal, 600 Euro durch die THG-Quote und die Steuer, die du meintest. Wenn es großzügig sind, kommst du auf 1,6 vielleicht Ersparnis im Jahr. Naja, das ist, wenn du jetzt sagst, ich könnte einen gebrauchten, der vielleicht dann noch nicht so lange hält, boah, ist echt schwierig, ne? Das ist schwierig, also keine Ahnung, kann man nicht so leicht gegeneinander rechnen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, das haben Freunde von mir gemacht, die waren sich auch nicht so sicher, was sie tun. Die haben erstmal ein Auto-Abo gemacht. Die haben also quasi dieses, es gibt ja dieses Modell des Autos, wo du gar nichts mehr bezahlen musst. Da hast du eine Rate, da hast du Versicherung drin, Steuer, gut, die gibt es sowieso nicht, aber die THG-Quote kannst du dann auch nicht ziehen, aber du hast halt quasi einen festen Betrag im Monat und musst dann nur noch den Strom selber bezahlen. Das machen die jetzt für ein Jahr und testen halt für sich mal aus, wie funktioniert denn für uns Elektromobilität. Ne? So, und das finde ich vielleicht gar nicht so eine schlechte Möglichkeit. Da gibt es auch immer wieder neue Angebote. Und also zum Beispiel gibt es ein Auto, das habe ich selber auch mal getestet, den Ora Funky Cat. Das ist so ein lustiger Stadtflitzer. Gibt es jetzt irgendwie für 300 Euro im Auto-Abo. Ne? Mhm. Finde ich jetzt nicht so schlecht. Da sind auch meistens nicht so hohe Laufleistungen natürlich hinterlegt. Also vielleicht manchmal sogar nur 5000 Kilometer. Das muss man halt dann nochmal genau individualisiert gucken, was da für einen passt. Aber ich finde die Option halt ganz geil, zu sagen, ich teste das jetzt mal ein Jahr und in dem Jahr habe ich dann auch nochmal Zeit, mich vielleicht nach einem Gebrauchten umzuschauen oder mir doch nochmal einen gebrauchten Verbrenner zu holen oder so. Mhm. Also diese Option finde ich gar nicht verkehrt, wenn man nicht direkt jetzt sagt, ich will jetzt 30.000 Euro bezahlen und was kaufen. Ne? Mhm. Ja, das ist vielleicht keine so schlechte Idee. Ja, keine Ahnung, es ist irgendwie echt schwierig. Ich hatte sogar schon überlegt, ob ich mein Mini umbaue. Aber ich glaube, boah, keine Ahnung, sagen wir mal so, dann hätten wir ja kein Auto in der Zeit. Und das mache ich jetzt sicherlich nicht in einer Woche, das wird ja ein bisschen länger dauern. Also sowas wäre natürlich das Coolste. Ja. Habe ich mich auch gar nicht so mit beschäftigt. Vielleicht gucke ich mal wirklich irgendwie, ob es da so Umbaukits gibt, das wäre cool. Aber das gab es tatsächlich auch für einen VW-Bus. Ja. Hat dann aber genauso viel gekostet wie ein neues Auto. Ja, okay, das ist dann Schwachsinn. Also das war aber, ja gut, das war vor 2 Jahren. Aber das war natürlich dann, und dann hast du irgendwie 100 Kilometer Reichweite, das finde dann selbst ich zu wenig. Ja, das ist Mist. Wie ist das so mit Urlaub? Also ich weiß nicht, wir fahren halt immer hin und wieder mal nach Holland oder sowas, so 300, 400 Kilometer. Auch langsam, also meistens habe ich irgendwie noch ein Surfbrett dabei, was ich mir oben drauf schnalle. Das heißt, viel mehr als 90 bis 100 fahren wir sowieso nicht. Also jetzt sage ich mal, das wäre wahrscheinlich für ein Elektroauto optimal. Ja, das ist tatsächlich so die Frage, die mir auch immer am meisten begegnet. Was macht ihr denn, wenn ihr in den Urlaub fahrt?
Wir sind halt jetzt mit 2 Autos dann in Urlaub gefahren, waren aber auch, muss ich dazu sagen, 7 Personen, weil meine Mutter noch mitgekommen ist, plus Hund, plus Gepäck, plus Kinderwagen für die Zwillinge und so. Also das hätte meiner Meinung nach eh alles nicht in den Bus gepasst, beziehungsweise es wäre sehr unbequem geworden. Daher war das mit 2 Autos ganz cool. Und wir haben halt, wie gesagt, 2 Babys. Die haben eh nach 2 Stunden mal die Windel voll oder müssen gefüttert werden. Die anderen beiden Kinder waren ja auch noch da, die halten auch nicht so lange durch. Also unterm Strich, wir haben eigentlich nie die Pausen gemacht wegen der Reichweite der Autos. Oder wir haben auch die Pausen in der Länge nie so lang gemacht, weil die Autos so lange gebraucht hätten, sondern immer nur wegen der Personen. So, ne? Wir haben die Pausen halt ausgedehnt und in der Zeit haben die Autos geladen. Also von der Reichweite war das nach Frankreich, das waren so über 600 Kilometer, kein Problem. Ne? Es hat alles natürlich länger gedauert, als wenn du jetzt halt mit dem Verbrenner durchziehst, ne? Aber ob es entspannter gewesen wäre, wage ich zu bezweifeln. Dann komme ich lieber 1 oder 2 Stunden später an und bin ausgeruht, als wenn ich dann da erstmal das machen wir umfalle. Sogar jetzt schon so. Also es ist tatsächlich, wenn wir jetzt irgendwie eine weitere Strecke fahren, auch mit den Kindern. Also ich finde es durchziehen total ätzend einfach nur. Du kommst dann an und der Tag ist am Arsch. Ne? Also da, dass mir die Stunde einfach, das ist es mir tatsächlich jetzt schon wert, auch mit dem Verbrenner. Also dass wir dann halt einfach mal irgendwo anhalten, mal eine Runde. Also manchmal gibt es auch irgendwie so Rastplätze, wo du ein bisschen spazieren gehen kannst, da im Wald oder so, wenn da einer in der Nähe ist. Und das machen wir meistens. Also weil dann tauschen wir auch mal. Also einfach, dass wenn man ankommt, den Tag auch einfach noch genießen kann, weil man da nicht so völlig zerstört ist irgendwie durch die Autofahrt. Ich finde auch, das muss man unterscheiden. Es gibt natürlich die Leute, so Geschäftsleute, keine Ahnung, für die ist Zeit Geld. Die haben jetzt nicht, die wollen jetzt halt von heute auf morgen von Düsseldorf nach München und müssen das irgendwie durchziehen, unabhängig davon, ob das jetzt gut ist oder nicht. Aber ich fahre mit der Familie in Urlaub und der sollte nicht anfangen mit irgendwie einer stressigen Situation. Und das war es jetzt auf jeden Fall nicht und das war früher definitiv anders. Wenn dann alle schreien und sich dann noch kloppen und dann ist es heiß und ich will jetzt aber auf Toilette und keine Ahnung und so. Also wir haben alle 2 Stunden eine Pause gemacht und das war gut so. Also das war einfach alles viel entspannter und da war irgendwie der Weg schon der Urlaub. Naja, nee, also das finde ich auch nicht so schlimm. Also das wäre jetzt kein Grund, der dagegen spricht. Da könnte ich eigentlich gut mit leben. Genau, und nach Holland, sage ich jetzt mal speziell, die sind halt sowieso total krass, was Ladestationen angeht auch. Also die sind so maximal ausgebaut, ich habe jetzt nicht mehr die genauen Zahlen, aber da ist Deutschland auf jeden Fall noch sehr weit hinten. Mhm. Wenn man denkt, hier gibt es viele Ladestationen, in Holland gibt es immer mehr. Also das ist, da irgendwie einen Ladeplatz zu finden, ist, würde ich behaupten, gar kein Problem. Und du hast jetzt gesagt, 300 bis 400 Kilometer eine Strecke. Ist jetzt für ein E-Auto, gibt natürlich welche, die es nicht schaffen, aber es gibt auch genug, die fahren 500, 600 Kilometer. Da ist auch kein Problem, von A nach B theoretisch ohne Laden zu kommen. Ja, aber musst du ja auch nicht. Also du kannst ja nach 250 Kilometer auch anhalten und dich anstöpseln. Ne? Also du musst ja auch nicht auf 100 hochladen. Also es reicht ja dann wahrscheinlich, wenn du eine halbe Stunde dran bist. Und dann Wenn du überhaupt. Da gibt es natürlich auch wieder Unterschiede. Der eine lädt langsam, der andere lädt schnell. Aber bis alle Kinder mal auf Toilette waren und sich was gegessen haben, dann... Das dauert bei uns auch. Da vergeht sowieso viel Zeit. Ne? Ja, das würde mich jetzt dann auch gar nicht so sehr abschrecken. Also wie gesagt, bei mir sind es halt hauptsächlich... Ich rede jetzt aber auch wirklich nur von mir. Ne? Also ich will jetzt hier auch gar keine allgemeine Beratung geben oder so. Das ist einfach nur mein Fall, so wie ich das für mich... Das ist bei mir genauso, ja. Ist echt schwierig. Also ich bin immer noch... Also das klingt echt bescheuert, aber im Moment bin ich immer noch so, dass ich mir denke, ich behalte, obwohl unser Auto schon alt ist, 2009er Baujahr und viel zu klein, das ist ein Mini halt, mit 2 Kindern, das ist halt alles scheiße. Also im Moment bin ich immer noch dabei, halt zu sagen, ich behalte das Ding noch so lange wie möglich. Selbst wenn es jetzt diese Förderung alles gibt, weil, keine Ahnung, es ist halt einfach echt eine krasse Anschaffung, ne? Und das ist halt einfach irgendwie Geld, was ich dann jetzt nicht mehr habe. Und wir haben es durch das Haus, ist es echt schwer. Und ich kann mir halt vorstellen, dass viele in dieser Situation stecken irgendwie, ne? Also diese Anschaffung, die dann halt auch echt nochmal groß ist, dass man sich das überlegt. Und es ist einfach für ein Auto viel Geld. Also das schreckt mich halt so ab. Und auch wenn ich irgendwie spare, ich kriege es halt, glaube ich, nicht zu 100% kompensiert. Also die Differenz, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie einen gebrauchten Benziner oder einen Diesel hole, das macht mich halt stutzig. Ich meine, ich weiß auch zum Beispiel, also die Spritpreise und so, die werden erheblich steigen, ne, durch die ganzen CO2-Zertifikate, wie das wird sich jetzt halt entwickeln und auch kommen. Also da wird auf jeden Fall eine Steigerung stattfinden. Aber selbst dann ist es... Keine Ahnung, also ich bin halt echt immer noch so... Ja, also wenn du ein Auto kaufst, was neuer ist als das, was du hast, kaufst du natürlich auch so ein bisschen die Sicherheit mit, dass du sagst,
okay, jetzt habe ich erstmal auch nicht mehr so, wahrscheinlich nicht mehr so hohe Reparaturkosten. Das ist natürlich ja. totales Glaskugellesen. Ne? Also auch in der Excel-Tabelle ist so ein Posten zu erwartende Reparaturen. Das weiß ich natürlich nicht, ob ich nächstes Jahr mir der Turbo um die Ohren fliegt. Das dann kostet dann direkt 2 Mille. Oder ob halt nichts passiert, dann habe ich halt nicht diese Kosten. Ne? Beim neuen Auto, unabhängig davon, was es ist, hast du natürlich erstmal so eine gewisse Sicherheit, dass da nichts passiert, beziehungsweise dass das die Garantie dann abdeckt. Mhm. Das bezahlst du natürlich, aber das ist ein imaginärer Wert, ne, den du hast. So ist das halt zum Beispiel auch beim Leasing. Ne? Leasing hast du natürlich auch erstmal Kosten, die nicht allzu hoch sind. Wenn du ein Geschäftsleasing machst, dann hast du natürlich auch, das kannst du dann auch noch absetzen, das hat ja auch noch steuerliche Vorteile und so weiter, aber hast natürlich nicht diese maximale Belastung. Es ist halt immer ein Abwägen, ne? So, du fährst natürlich dann auch ein moderneres Auto, hast irgendwie einen geileren Sound und so, das sind natürlich alles Sachen. Ist die Frage, ist es dir das wert oder nicht? Mhm. Ne? So, und das muss man natürlich dann noch mit ein bisschen in die Waagschale werfen. Inwieweit nervt mich jetzt das andere Auto? Weiß ich noch, ob ich überhaupt noch am Ziel ankomme oder so? Ich meine, ich habe jetzt Freunde, die sind mit ihrem Dacia bis nach Sardinien gefahren. Das hätte ich mir jetzt nicht angetan. Die sind auch wieder zurückgekommen, aber so richtig groß war die Wahrscheinlichkeit nicht, wenn ich ehrlich bin. Ne? Aber kann er klappen, kann er nicht klappen. Und gerade wenn man beruflich aufs Auto angewiesen ist, dann ist es natürlich schon so, dass du sagen kannst, es ist halt nicht ganz egal, ob ich jetzt zum Termin morgen wirklich ankomme oder nicht. Ne? Also ich hatte halt auch schon mal, das war das erste Mal, wo ich mich für Leasing entschieden habe, die Situation, da ist mir halt die Kupplung um die Ohren geflogen auf der Autobahn. Da wäre ich halt zu einer Hochzeit, ich habe meine Hochzeiten fotografiert, fast zu spät gekommen. Das ist halt, das darf mir einfach nicht passieren. Ja, also ich glaube so, ich glaube geschäftlich würde ich es auch anders sehen. Also wenn ich jetzt, wie gesagt, jetzt keine Ahnung, 30.000, 40.000 Kilometer im Jahr hätte oder manche haben ja sogar mehr. Ja. Also dass du halt wirklich krasse Laufleistungen hast, dann sieht die Sache, also dann sieht es ja auch total anders aus. Ne? Dann lohnt sich das ja auch viel, viel eher, weil dann ne, sparst du halt einfach mehr, ja. weil du mehr fährst. Also das sehe ich da total irgendwie. Ich finde es halt immer wichtig, halt auch so zu betrachten, was heißt das für die Leute eigentlich so persönlich, weil es wird auch oft so vielleicht zu einfach dargestellt oder gerade, also als Familie finde ich, dann ist es manchmal auch gar nicht so einfach alles. Ne? Also, ja. Und da, nee, klar, wenn du das nötige Kleingeld nicht hast, dann sollte man jetzt nicht unbedingt Kredit aufnehmen. Das kostet dann ja auch nochmal Zinsen, die müsste man ja auch nochmal mit einkalkulieren und so. Man muss das halt für sich überprüfen, ob das finanziell funktioniert, aber wir haben es auf jeden Fall nicht bereut. Ne? Mhm. Ich kann es jetzt auch, vielleicht wäre es auch günstiger oder vielleicht wäre es sogar ganz bestimmt günstiger gewesen, den Dieselbus zu behalten. Vielleicht hätten wir keine Reparaturen gehabt. Aber wie gesagt, es ist halt auch die Freude am Fahren, die sich tatsächlich dann so ein bisschen einstellt. Und es ist einfach, du fährst jetzt grinsend an der Tankstelle vorbei. Ich habe jetzt nicht mehr, früher bin ich halt immer so, habe ich die App nachgeguckt, was kostet der Diesel jetzt? Oh, ich muss nochmal schnell tanken fahren und so. Mhm. Wir genießen das tatsächlich total, mit den E-Autos jetzt unterwegs zu sein. Ne? Ja, ja, das kann ich auch, das kann ich schon ganz gut verstehen. Also was fände ich auch geil, das macht mir auch mit der PV total Spaß. Ja. Also das Gefühl so ein bisschen von Unabhängigkeit und sich selber zu versorgen auch, das ist halt immer sehr, sehr schön. Also das mag ich auch gerne. Aber wie gesagt, gerade wenn man sagt, okay, das ist jetzt finanziell vielleicht noch nicht drin, dann finde ich halt so Leasing oder Auto-Abo kann man auf jeden Fall mal gucken und mal prüfen, ob das für einen eine coole Sache ist oder nicht, gerade wenn man nicht so viel Laufleistung hat und das dann mal einfach auszuprobieren. Ne? Also man muss vielleicht auch mal dann sich vielleicht einen Ruck geben und sagen, okay, wir fahren jetzt mal so ein Auto-Probe. Mhm. Gibt es mittlerweile ja auch ganz gute, wo man nicht nur 2 Stunden, sondern mal den ganzen Tag so ein Ding halt auch fahren kann und ein bisschen ausprobieren kann. Und da muss man ja auch erstmal rausfinden, ist das jetzt was für mich oder nicht? Oder brauche ich irgendwie so ein bisschen die Dieselvibration unterm Hintern? Und erstmal überhaupt zu gucken, ist das jetzt was für mich? Ne? Mhm. So. Aber in der Regel, die meisten, also ich kenne eigentlich kenn wenige, die dann wieder zurück wollen zum Verbrenner tatsächlich. Ne? Okay. Einfach weil es auch so viel mehr Spaß macht und ruhiger ist und ist einfach alles entspannter. Naja, das würde mir auch gefallen. Ich habe auch viele so Freunde, die so im Motorsportbereich total begeistert sind. Ich glaube, die fänden es scheiße, obwohl ich glaube, die Beschleunigung ist wahrscheinlich so ein bisschen geiler auch. Das könnte ich mir vorstellen. Ja, ich habe mir halt so aufgeschrieben, es ist, also tendenziell ist, glaube ich, jedes Elektroauto einfach mal wegen der kurzen Übersetzung einfach direkt da und einfach mal immer gefühlt schneller. Aber man muss halt auch bei der Entscheidung, welches Elektroauto, sich so ein bisschen wissen, bin ich jetzt ein Gleiter oder so ein Heizer? Ne? Also bin ich einer, der eher so auch mit 110 über die Autobahn und alles ist cool, oder muss ich halt jetzt den totalen Kick haben und unter 2 Sekunden von 0 auf 100 sein? So, ne? Das muss man erstmal wissen, weil meine Autos fahren zum Beispiel maximal 160. Die sind halt abgeriegelt. Die können auch nicht schneller fahren.
Und das wissen dann viele nicht und denken so, ah, Mist, jetzt komme ich ja gar nicht schneller. Aber ja, das muss man sich halt vorher informieren. Aber ich brauche die 160 tatsächlich nie. Also die habe ich auch noch nie gebraucht. Bin einfach nicht so ein Heizer. Ja, gut, das wäre jetzt für mich auch kein wesentlicher Faktor. Also für mich jetzt ganz persönlich. Aber wie gesagt, ich kenne auch Leute, also viele Freunde irgendwie aus meinem Freundeskreis, die haben halt Bock auf sowas und sind total Motorsportfans. Wobei ich auch kein Freund davon bin, auf der Straße zu heizen. Aber also manche fahren dann auch echt mal auf den Nürburgring und heizen dann halt da mal rum. Und das ist ja, da spricht ja gar nichts gegen und weiß ich nicht. Nee. Aber das ist dann jetzt mehr so hobbymäßig. Das finde ich, sollte jetzt auch nicht, also für eine Familie ist das sicherlich kein wesentlicher Punkt. Genau, ne? Aber, das stimmt. Also wie, ich habe da zumindest Verständnis für, wenn man auch Bock auf sowas hat. Also auch das wird oft so schlecht geredet, aber ich finde auch manchmal, keine Ahnung, ey, was weiß ich, wenn jemand das halt geil findet, wenn so ein Ding cool klingt, kann ich es irgendwie auch verstehen. Aber wenn du da so ein richtiger Freak bist, dann willst du wahrscheinlich auch am Motor ein bisschen justieren, ja, und sowas. Ich auch. Und dann bist du dann noch schnell weg bei der Elektromobilität. Genau. Aber es ist auch als Familienvater manchmal cool, an der Ampel zu stehen und halt einfach lässt halt alles hinter dir, ne? So unabhängig davon, wie die Höchstgeschwindigkeit ist. Aber so der erste Schub ist halt, macht dann auch Spaß, mal tatsächlich ein bisschen. Wie gesagt, ich kam vom VW-Bus, da war natürlich nichts, ne? Weil die Ampel schon fast wieder rot, bis ich mal weg war. Aber jetzt ist das natürlich alles cooler, ne? So ist auch ein bisschen mehr Fahrfreude, wie gesagt, ja. Ja, okay, das könnte sogar auch bei mir funktionieren. Also ich bin auch eher so der ruhige. Ja, ich mag es halt, also dass es leiser wäre, das wäre schon mal für mich das irgendwas. Ist der Himmel, das, also wirklich. Das mag ich echt gerne, weil ich mag es irgendwie, das finde ich schon laut irgendwie, gerade wenn man mal ein bisschen länger fährt, dann mich stresst sowas immer total, das fände ich halt irgendwie ganz nett, aber das ist jetzt alles kein wesentlicher Faktor für mich, wo ich jetzt ein Autokauf von abhängig machen würde. Wie das eigentlich mit der Haltbarkeit ist. Also ich hatte jetzt oft gehört, dass man zumindest davon ausgeht, dass, oder ich liest einmal irgendwie, ein Tesla hält jetzt hier, was weiß ich, hat schon 1 Million Kilometer oder so. Ich mir irgendwie gedacht, leck mich am Arsch. Ja, ich will mir jetzt nicht, also die Haltbarkeit der Autos an sich, glaube ich, jetzt von Karosserie oder so, das unterscheidet sich, glaube ich, jetzt nicht vom Verbrenner. Nee, klar. Was den Akku angeht, ja, da gut, dann muss ich ja eigentlich die Frage direkt wieder zurückwerfen, ne? Also bei meinem MG4 habe ich so einen LFP-Akku drin mit 50 Kilowattstunden und der hat ja eine Zyklenfestigkeit von, korrigiere mich bitte, aber von so, weiß ich nicht, 4.000, 5.000 Zyklen sind da, glaube ich, ja, locker drin. Wie stark der entladen wird und so, ja. Ja, genau, immer natürlich abhängig von dem, auch vor allen Dingen, wenn ich viel schnell lade, also an dem Schnelllader bin, dann ist auch die Degradation recht hoch. Wenn ich aber viel mit AC-Strom lade zu Hause, dann hält der Akku auch länger. Ne? Wenn du dann halt sagst, okay, das Auto fährt 200 Kilometer mit einer Akkuladung und ich kann den 5000 mal laden, dann bist du schon bei 1 Million. So, und 200 ist jetzt wirklich sehr konservativ gerechnet. Ne? Also daher glaube ich, der Akku überlebt meistens dann doch den Rest des Fahrzeugs. Und ich habe mir auch schon mal die Frage gestellt, die wollte ich dir eigentlich dann stellen. Ich meine, ich habe dann ja auch so einen 51 Kilowattstunden Akku. Selbst wenn das Auto drumherum weggefault ist, kann ich den ja vielleicht immer noch nachher im Haus nutzen und habe dann ja quasi einen ziemlich großen Akku, selbst wenn der nur noch 40 Kilowattstunden Kapazität hat, den ich ja dann vielleicht auch noch anderweitig nutzen kann. Also so, dass das Auto dann nach 1 Million Kilometer und der Akku quasi wegzuwerfen sei, das glaube ich eigentlich gar nicht. Und ich habe schon Videos gesehen, da hat sich einer den Tesla-Akku halt an die Wand geschraubt, ne, in der Garage und hat dann halt 60 Kilowattstunden da hängen. Klar. So. Und das ist natürlich irgendwie auch ziemlich geil. Und wenn man das jetzt nochmal gegenrechnet gegen das, was du normalerweise für einen Hausspeicher auch bezahlst, dann ist das ja auch wieder eigentlich dann vielleicht auch nicht mehr so teuer. Nee, also gar keine Frage. Kann klar, man das ja vielleicht noch anderweitig auch nutzen. Ne? Wobei man da auch immer sagen muss, dass die Akkupreise halt, also gerade für PV-Anlagen, sind halt völlig bekloppt. Also keine Ahnung, das kann ich nicht nachvollziehen. Ja, aber wie gesagt, von der Haltbarkeit, ich glaube nicht, dass das, also der Akku, der, ich glaube, ist nicht das Problem. Nee, das glaube ich auch nicht. Also das halte ich auch für Quatsch. Was die Elektromotoren angeht und so weiter, kann ich jetzt natürlich auch nichts zu sagen. Habe ich jetzt auch noch nichts irgendwie gehört, dass das irgendwie, die müssen halt auch ein bisschen häufiger zur Inspektion, aber du hast natürlich auch nicht mehr so viel Teile, du hast ja kein Getriebe mehr in dem Sinne oder keine Kupplung. Daher gibt es da jetzt auch weniger, was kaputt gehen kann, glaube ich. Ne? Also auch die Inspektionskosten, das wäre vielleicht auch noch so ein Punkt, die sind natürlich auch geringer. Also man muss es tatsächlich für sich selber so ein bisschen rausfinden, wie gesagt, auch vom Fahrprofil. Was brauche ich für Reichweiten? Ich hatte einen, der wollte 180 Kilometer am Tag fahren mit dem MG4 Standard. Da habe ich dann auch gesagt, mach das besser nicht, weil der lädt ja auch langsamer. Das ist dann auch wieder so eine Sache. Der lädt nur mit 6 kW maximal, eher so 3. Und dann schafft er das halt nicht in der Zeit, wo er zu Hause ist, das nachzuladen, was er am Tag verfahren muss. Das muss man einfach mal so sehen. Und eigentlich rate ich auch keinem zur Elektromobilität, der nicht zu Hause laden kann.
Ja, weil es dann halt einfach teurer wird, auch von den Verbrauchskosten. Das kann ich mir auch vorstellen. Und einfach auch stressig, da musst du halt irgendwo hinfahren, da muss das Auto dann eine halbe Stunde stehen und dann willst du aber eigentlich nach Hause. Aber wenn du zu Hause bist, steckst du an und dann lädt er halt da, ne? So. Ja, ja, also. Gut, das ist, aber das ist für mich ein großes K.O.-Kriterium. Also diese berühmten, wie nennt man sie, Laternenparker, da finde ich es dann schwierig. Die können dann vielleicht manchmal auf der Arbeit laden, ne? Das ist dann auch wieder was anderes, wenn der Arbeitgeber das vielleicht sogar kostengünstig oder kostenlos zur Verfügung stellt. Also es ist immer sehr individuell auf die eigene Situation einfach zu bewerten, ob man da umsteigen will oder nicht. Ja, ja, fand ich jetzt echt interessant irgendwie. Also wie gesagt, meine Einstellung bisher war eher negativ, weil ich persönlich, ich habe es aber noch nicht exakt durchgerechnet, hätte jetzt gedacht, dass es sich finanziell bei uns mit der niedrigen Fahrleistung einfach gar nicht rentiert und mich die hohen Anschaffungskosten einfach so abschrecken. Also was mich jetzt nochmal so mehr überzeugt hat, war so die PV-Anlage, also dass man das dann doch nochmal echt cool nutzen könnte. Ich mag es auch schon gerne, meinen eigenen Strom zu nutzen, jetzt unabhängig davon. Also das finde ich schon immer ein cooles Argument. Dann hätte ich auch nochmal mehr Interesse, vielleicht die auszubauen, oder dann hätte ich da auch mehr Optionen überhaupt, nochmal mehr zu machen, weil im Moment macht es, glaube ich, auch nicht mehr so schrecklich viel Sinn, weil wir haben nur noch diesen Winterbereich, wo wir eigentlich viel verbrauchen, und jetzt mehr PV würde nicht so schrecklich viel bringen. Also es würde jetzt hauptsächlich dafür sorgen, dass wir mehr einspeisen und da, keine Ahnung, es ist jetzt so langsam auch schon am Limit in meinen Augen. Aber da hätten wir den Verbrauch nochmal deutlich stärker. Was ich auch cool finde, man hat dann nur noch den einen Verbrauch. Also ich habe ja nur noch dann Strom und das war's. Ne? Also da habe ich ja alles irgendwie drin. Also ich kann auch meine Kosten besser irgendwie im Auge behalten. Das finde ich auch nochmal ganz nett, dass man das halt irgendwie hinkriegt. Ich kann nochmal diese dynamischen Stromtarife besser nutzen halt. Das finde ich auch nochmal attraktiv. Also dass man da auch viel optimieren und rausholen kann. Das wird auch viel ausmachen, glaube ich. Ja, ich habe gesagt, gerade im Winter, wenn du dann bei Tibber oder so halt nachts wenig Kosten hast, kannst du, also steuern die Autos, entweder steuert sich das schon völlig automatisch oder halt gerade, wenn du so Smart Home affin bist mit eigener Programmierung und so, dann kannst du natürlich Wallbox und Auto, kannst du alles mit APIs hin und her programmieren, wenn, dann, und schieß mich tot. Ne? Also da gibt es unheimlich viele Möglichkeiten, das halt dann wirklich so perfekt zu machen, sag ich mal. Ja, das finde ich schon irgendwie ganz witzig halt, also dann das macht dann Spaß, also da könnte ich mir vorstellen, ja, selbst wenn man jetzt nicht so Smart Home affin ist oder so, also auch die fertigen APIs, die dabei sind, die sind ja auch schon ziemlich cool, da machen die ja wirklich viel auch mittlerweile. Und ja, wie gesagt, Tibber ist da ja auch ganz auf dem Weg und die bieten das dann quasi in ihrer App direkt die Verbindung mit dem Auto an. Ja, okay, das ist cool. Da brauchst du gar nichts mehr selber machen, ne? Und dann lädt er halt nachts für 10 Cent auch im Winter und das ist natürlich dann unschlagbar, weil da hast du halt als PV-Anlagenbetreiber eher weniger im Winter, ne? Ja, genau, damit kann man das so ein bisschen kompensieren und dann macht das alles wieder mehr Sinn, wenn man dann noch berücksichtigt, dass halt irgendwie jetzt auch gerade die fossilen Preise, die werden steigen, ne? Also das ist irgendwie ziemlich sicher. Mir war das Video auch wichtig, also nicht nur, weil ich es jetzt irgendwie stur durchrechnen wollte, sondern auch einfach mal zeigen wollte, wie auch jemand wie ich jetzt irgendwie als Familienvater oder auch du, also wir haben jetzt so vielleicht da auch ein bisschen, aber ich glaube, wir haben irgendwie beides, also ich bin noch nicht so überzeugt tatsächlich, auch wenn die meisten das denken würden, bin ich nicht. Du total oder findest du es auch cool, hast du jetzt den Umstieg gemacht und bereust es nicht. Deswegen fand ich das Gespräch einfach nochmal schön irgendwie, auch wenn man jetzt auch ruhig und sachlich darüber reden konnte und jetzt ohne völlig da, sag ich mal, das in die eine oder die andere Ecke, sondern halt einfach mal so aus Perspektive eines Familienvaters. Ja, man muss natürlich ein bisschen Bock drauf haben. So, ne? Also wer halt, ich kann keinen dazu überreden, aber wenn man da irgendwie Bock drauf hat, auch man ändert auch die ganze Einstellung, beziehungsweise bei Urlaubsfahrten musst du halt ein bisschen mehr planen und das Fahren wird anders und so. Wenn man halt von vornherein in allen Punkten da irgendwie so skeptisch ist, dann bringt es, glaube ich, auch nichts, weil du halt durch den Preis nicht alleine unbedingt dahin kommst. Aber wenn man sagt, ich habe da irgendwie auch Bock drauf, dann ist es, also bereut man es, glaube ich, dann auch nicht. Ja. Aber Augen offen halten nach guten Leasing-Angeboten und so, das kann man, glaube ich, auch mal machen. Also den Skoda Enyaq, den gibt es jetzt irgendwie mit einem kleinen Akku für 170 Euro brutto. Finde ich schon sehr, sehr akzeptabel so. Also 170 Euro im Monat für ein quasi niegelnagelneues Auto, was du dann hast. Und dann zahlst du noch Versicherung und so. Aber das finde ich schon, also bei Leasingrad 500, 600 Euro gibt es halt auch, ne? So, da muss es natürlich eine andere Belastung im Monat, aber 170 finde ich ja schon, das zahlen manche für ihre Streaming-Anbieter, ne? Zusammen, wenn Netflix und Spotify. Stimmt, sowas hatte ich auch überlegt. Also gerade wie du meintest, ist auch mal zum Ausprobieren, ob man dann so. Ja. Ja, auch einfach, manchmal ist es auch eine emotionale Geschichte. Klar, man muss ja jetzt nicht alles immer nur nüchtern nach Zahlen betrachten, aber das kann auch sein, dass man dann so sagt,
ich finde das mit der PV voll geil, da kann ich richtig sparen. Also vielleicht ist es, unterschätze ich das auch total, das kann sein. Oder auch wenn die Laufleistung da möglicherweise steigt, man dann wieder ein bisschen mehr Freiheit auch gewinnt, weil man sagt, das ist mir jetzt nicht mehr so wichtig mit dem Sprit, ich mache mir da nicht mehr so einen Stress. Es ist ja auch wieder so ein Stück Freiheit, was man irgendwie gewinnt. Also sowas finde ich total wichtig. Das ist ganz schwer zu bewerten. Das muss man einfach fühlen. Nein, das muss man ja mal machen. Ja. Du hast ja auch in deinen Videos immer gesagt, so dieses, gerade bei den Balkonkraftwerken, da ist ja auch viel Emotionen hinter. Ne? Dass man einfach sagt, das ist halt einfach geil. Das ist halt einfach, das ist so ein, man wird so angefüttert und angeteasert und denkt, ja, boah, einfach, ist jetzt der eigene Strom und so. Ich meine, ob das jetzt 4 oder 6 Jahre dauert, bis sich das amortisiert hat, das ist, tritt dann meistens in den Hintergrund. Mhm. Aber ich glaube, so wird das bei dir, wäre das, glaube ich, auch mit dem E-Auto, weil dann sagst du, ah, ich habe jetzt Bock, das zu optimieren, wann lade ich, wie schnell lade ich wann und dann kann ich da ein bisschen spielen und das meine ich halt, da muss man halt auch Bock drauf haben, aber ich glaube, das löst dann bei dir, glaube ich, nochmal diesen Spieltrieb auch aus. Ja, das kann gut sein. Du kannst ja gerne auch nochmal eine Runde fahren, wenn du Lust hast mit meinem Auto. Ja, vielleicht, das ist gar nicht so uninteressant. Dann können wir da ja nochmal die Kamera reinhängen und dann... Ja, lass mal machen. Dann als wir Abschluss dann vom Video quasi nochmal dich beim Fahren filmen. Dann machen wir das und dann verabschieden wir uns hier an der Stelle. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Ja, danke, dass du da warst und nochmal ein bisschen erzählt hast. Ich fand es sehr interessant. Ich fahre ja gerne Auto. Fahren wir eine Runde. Ja. Kamera zum Beispiel habe ich auch nur hinten, nicht irgendwie so 360 Grad oder so. Sind relativ spärlich mit der Ausstattung gewesen, weil es das auch nicht wichtig war. Ich wollte nur vorne Piepser haben, das war mir... Ich habe sogar damals, als wir den Mini noch gekauft haben, ich habe gar keine Ausstattung, die war völlig empört. Da meinte dann, sie müssen mindestens ein Lederlenkrad nehmen, so geht das doch nicht. Ich so, warum, Mann? Ich brauche den Mist nicht. Und das heißt, wenn du jetzt vom Gas gehst, bremst merkst du, ja, genau, extrem wie er halt. Das ist eigentlich nett, dann hast du direkt so eine starke Motorbremse. Ja, genau, aber der rekuperiert auch, wenn du das Pedal drückst. Dann ist auch nicht unbedingt die mechanische Bremse aktiv. So. Ja, ich meine, gut, der Motor ist natürlich geil, der ist sofort da. Ne? Also genau. Beim Benziner, der braucht dann erstmal eine Sekunde. Und das ist dann in solchen Situationen, das ist ja auch gut, ne? Wenn du dann nicht ewig brauchst, um so Fahrradfahrer mal zu überholen. Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt diese 3-Sekunden-Beschleunigung, ich glaube, das ist immer nur geil, wenn du es halt irgendwem zeigen kannst. Ne? Sagt er dir auch, wo du jetzt zum Beispiel tanken kannst und sowas? Oder? Ja, ja. Du kannst auch. Klar, ich habe auch vorher geguckt. Also, wenn er sagt mir auch, mit wie viel Prozent ich zu Hause ankomme, wenn ich jetzt hier losfahre. Und. Mhm. Okay, Laura, ich habe kalte Eier. Alles klar. Der Sitz vorn rechts wird gleich wärmer. Okay. Aber ist leise, das muss man echt sagen. Hört gar nichts. Also. In meinem Alten bin ich so. Ja. Ich bin froh, dass die Abgase nicht in den Innenraum kommen. Aber man kann sich auch 1A unterhalten. Oh, das ist schon angenehmer, doch muss ich sagen. Ja. Also so nach Holland fahren finde ich auch netter. Ich komme jetzt noch, wir fahren ja bald, deswegen habe ich das jetzt so total im Kopf. Ja, also das ist schon. Das ist schon echt entspannender einfach. Ja, doch, bringt mich wieder ein bisschen näher. Also, doch, muss ich zu, hätte ich nicht gedacht, aber es macht ein bisschen was mit mir. Es ist nett. Doch. Also, dass es so leise ist, das finde ich gerade echt geil. Ja. Also. Muss ich echt retten, muss da fast gar nicht mehr bremsen. Ja, schön, also schon echt nett. Ja.